Weltrekorde über die Sprintstrecken, 300 und 500 Kilometer, Dreiecke, haben wir nur geflogen, wenn sich der sehr gute Tag aus frühem Ende oder weil es zu spät losging, nicht eignete für Riesenstrecken. Dabei ist an sich nur eins interessant: der Anfang, dass man den richtigen Bart gleich kriegt, und der Endanflug, meistens jedenfalls. Hier beim 500er Dreieck 1988 sollte es aber anders kommen.12.000 climbing rapidly. Hinter welchem? Ah, der da hinter der großen Wolke liegt, da in der Sonne liegt. Ja. Also der Höhenzug nördlich von dem Skrab da. Nördlich von dem? Von dem Skrab, von dem Wald. Der da? Nein, der Kleine da. Nein, das meine ich ja. Ich habe jetzt 10 Meter umgestellt, ne? Ich habe jetzt das Variometer von der 5 Meter Anzeige auf die 10 Meter Anzeige umgestellt, weil das Steigen so stark war. Das ist aber scheiße, ne? Ja. Hier sind 70 Kilometer. Jetzt noch 70? Ja, von der Eisenbahn. Ach, ich bin sie. Was denn? Ach du Schande. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich auf 10 Meter das Variometer umgestellt habe. Dann sind die noch sehr guten Werte im Gehör weniger gut, weil man
meistens rausguckt und gar nicht aufs Variometer, habe ich das nicht gemerkt. Im Variometer wird natürlich auch nur die Hälfte angezeigt. Und dadurch bin ich durch gute Werte durchgeflogen, bin zu tief gekommen und muss mich jetzt wieder ausgraben. Also auch so 500 Kilometer unter sehr guten Bedingungen, da darf man keine Fehler machen. Unsere zweite Wende ist eine Cattle Station am Pink River, wo der Fluss eine enge Biegung macht, sieht aus wie ein Omega oder eben wie ein Horseshoe. Und deswegen Horseshoe Bend. Cattle, this gear has turned Horseshoe Bend. Congratulations. Control is based on track. Horseshoe Bend direct helipad. Between 10,000 and flight level 160, QNH is 10,010. Between 10,000 and 160 on track. You've been having trouble with the ridge, have you? Alles verfolgt natürlich unseren Fluch, soweit das möglich ist, und wollte wissen, ob wir mit der Hochdruckbrücke, die in dieser Gegend vermutet, Ärger gehabt haben. Und ich habe denen einfach geantwortet, ja. Also ich wusste ja natürlich, dass es nur das Umschalten war. Du kommst in die Büschel durch die Bohne, dann kommt das Ding drüber. Ja, ja. Okay. I'm coming alongside the runway and we are 1 kilometer to go to the runway. Früher haben wir gesungen, das ist Lützows wilde, verwegene Yacht. Und ich bin jetzt noch begeistert, wenn ich sehe, wie schnell wir im Tiefflug auf den Platz zufliegen und nachher am Ende der Runway eine hochgezogene Kehrkurve machen und landen. Und das ist Fluggeilheit im höchsten Maße. Das war ja ein doller Flug. Ja. Das sieht jetzt ganz schön dicht aus da am besten, ne? Ja. Aber gut gemacht, bitte. Ja. Auch Startzeit und alles war genau richtig, ne? Ja. Bloß den Einsitzer-Report haben wir nicht davon gemacht. Oh, nächstes Mal. Nee, nächstes Mal. So ruhig geht es bei uns zu. Kein Sekt, kein Schulterklopfen, nichts Lautes wie im Fernsehen. Die messbaren Fakten, 500 Kilometer FAI-Dreieck mit einem Schnitt von 162 Stundenkilometern, das aber noch ohne GPS, ohne Hilfsmotoren und ohne Winglets.